Das interessiert euch nicht im Geringsten, ihr Verordnungsgeber. Fühlt euch so wohl in eurer angemaßen Allmacht. Ohne Evidenz. Ohne Parlament. Einfach Verordnung her und basta. Was testet der PCR-Test? Egal. Ihr nennt es eben mal Corona-Infektion. Sind Infizierte krank? Egal. Ihr sperrt sie einfach in Quarantäne. Wovor schützt eine Maske? Egal. Ihr sagt, dass sie schützt und basta. Von welcher Maske redet ihr? Egal. Ihr fordert Stopplappen auf und keine Fragen stellen. Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr im Hotel? Egal. Ihr bestimmt, dass es so ist. 50.000 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner oder 35 oder 60? Würfelt ihr die Zahlen aus? Egal. Ich will ja niemanden noch auf dumme Gedanken bringen, aber wo waren eure Restriktionen bei der Grippeepidemie vor 2 Jahren? Egal. Wo waren eure Restriktionen bei den vielen Toten durch Krankenhauskeime? Egal. Jede wirkliche Katastrophe, jedes Inferno, was über eine Gemeinschaft von Menschen hereinbricht, weckt überwiegend die besten Charaktereigenschaften. Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft, Aufopferung. Aber ihr bringt die schlechtesten Charaktereigenschaften zum Ausbruch. Ihr bringt die Menschen dazu, andere Menschen nur noch als Infektionsrisiko zu sehen. Ihr versetzt die Menschen bewusst und gewollt in Angst und Panik. Ihr belohnt Denunziation mit bis zu 500 Euro. Ihr nehmt in Kauf oder wollt es sogar, dass die Menschen in Isolation vereinsamen, dass Kinder nicht mehr eng miteinander spielen, tuscheln, sich raufen und kuscheln. Ihr wollt, dass alte und kranke Menschen keinen oder nur limitierten Besuch empfangen dürfen. Ihr wollt beschränken, wie viele Menschen privat zusammen feiern. Ihr wollt Kontaktverfolgung und Restriktion. Ihr seid dabei, eine Hygienediktatur zu errichten. Ich will die mir grundgesetzlich zustehende Freiheit, die Freiheit, selbst darüber zu entscheiden, welches Risiko ich wann eingehen möchte. Die Freiheit, nicht mit wem auch immer, wo auch immer, zu wie viel auch immer zu treffen. Die Freiheit. Nein zu sagen zu Bekleidungsvorschriften. Die Freiheit, Urlaub zu machen, wo ich will. Die Freiheit, mich in den Grenzen des Grundgesetzes frei zu bewegen und frei zu sprechen. Und jeder hat die Freiheit, sich selbst zu schützen, vor was auch immer. Es ist mir egal, ob jemand im Virologen Schutzanzug einkaufen geht. Ob jemand allein im Wald eine Maske trägt. Ob jemand sich 100-mal am Tag die Hände desinfiziert. Ob jemand keine Theater, Konzerte oder Gaststätten besucht, aus Angst, sich zu infizieren. Das kann dieser jemand gern machen. Wann er will. Wo er will. Und wie lange er will. Aber es ist mir nicht egal. Aber es ist mir nicht egal, wenn ich dafür in Schutzhaft genommen werde. Weil ich mich nicht genauso verhalte. Wir wollen weg vom dauerhaften Ausnahmezustand. Wir wollen auf der Basis einer ordentlichen Verfassung in Frieden und Freiheit leben.